Ihr glaubt gar nicht, was mir passiert ist. Oh mein Gott. Okay, ich habe mir aus Versehen die Augenbraue abrasiert. Brain. Ihr hättet mal meinen Ausdruck im Spiegel sehen sollen. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, oh Gott, so schlimm ist es gar nicht. Aber da fehlt ein ganzes Stück. Seht ihr das? Das sieht jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Aber wenn ich jetzt hier ranhalte, also meine Augenbraue beginnt normalerweise hier, dann seht ihr, da fehlt ein ganzes Stück hier vorne. Ich erzähle euch gleich, wie das passieren konnte und was ich jetzt dagegen tue. Ihr seht, ich bin fullface geschminkt, aber ich habe meine Augenbrauen nicht angemalt. Und zwar möchte ich euch dieses Produkt vorstellen, was ständig überall ausverkauft ist. In Deutschland, ich war in jeder Filiale, ich war bei Butnikowski, ich war bei Rossmann, ich war bei DM. Was gibt es eigentlich noch? Achso, Müller. Okay, da war ich jetzt nicht, aber es ist ständig, ständig und 3 Tage überall ausverkauft. Ibru, du reviewst uns jetzt irgendein Produkt, was ständig ausverkauft ist. Ja, aber ihr müsst einfach auf der Hut sein. Wenn ihr das seht, dann besorgt euch das einfach, weil erzähle ich euch nachher. Also, worum geht es? Es geht natürlich um Maybelline Tattoo Brows. Ja, ihr kennt das alle. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr Beauty machen, aber da das Unglück jetzt einmal passiert ist, wollte ich euch jetzt auch nochmal den Unterschied zwischen diesen beiden zeigen. Also das sind 2-mal Brow Tattoos, einmal in Medium und einmal in Dark Brown. Alle 3 Farben sind ständig ausverkauft. Also da gibt es noch eine Version, die Light. Die habe ich nicht bekommen. Also die beiden habe ich, den habe ich bei Butnikowski ergattert und den in der Türkei bei Watsons. Ich benutze sie schon, deswegen weiß ich jetzt, wie das Ergebnis natürlich sein wird. Den habe ich heute neu gekauft, Dark Brown. Und ich werde jetzt eine Seite Medium machen und die andere Seite Dark Brown. Während ich das auftrage, erzähle ich euch jetzt, wie ich das passiert ist. Ach, I love my Make-up heute, ne? Muss ich ja auch mal sagen. Dieser Spiegel, ne? Was ist das überhaupt? Das ist so ein flüssiges Gel. Ich weiß nicht, wie lange eine Packung hält, aber ich kann euch auch den Preis sagen. Ich habe dafür, glaube ich, 11,90 Euro bezahlt. Mhm. Man trägt es auf, lässt es 20 Minuten einwirken oder 2 Stunden. Bei 20 Minuten hält es bei mir einen Tag. Und wenn ich es 2 Stunden einwirken lasse, weiß ich nicht, weil ich habe es noch nicht gemacht, aber soll 3 Tage halten. So, näher kann ich leider mit der Kamera nicht dran, aber ich glaube, ich bin schon nah genug. Gel. Und wie ich das auftrage, seht ihr ja. Also einfach. Einfach so über die Augenbrauen gehen. Okay, Dark Brown habe ich wirklich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel. Und jetzt die andere Seite machen wir Medium Brown und lassen das Ganze 20 Minuten einwirken. So, ich habe beide angemalt. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen. Also ihr müsst vorsichtig sein, weil wenn ihr euch vermalt, dann habt ihr da erstmal jetzt einen Tag da. Okay, das ist jetzt auch nicht so wild, aber ja, wir schauen uns jetzt gleich das Ergebnis an. Das nenne ich mal Multitasking. 20 Minuten, wenn das jetzt hier kurz einwirkt. Mosaik nochmal schnell. Mache ich nochmal schnell unser Abendessen. Sonst kriege ich das irgendwie alles gar nicht organisiert. Ich bin mega gespannt auf das Ergebnis, aber ich glaube, das ist jetzt schon eine halbe Stunde drauf. Aber ich glaube, ist nicht so wild. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie konnte mir das passieren? Also ich habe mir vor 8 Jahren habe ich mir dieses Teil hier gekauft. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist so ein Panasonic Gesichtsrasierer. So, damit kann man halt hier so die kleinen Härchen rasieren. Und ich benutze das auch hier gerne hier zwischen den Augenbrauen, wenn ich einfach keinen Bock habe, meine Augenbrauen zu zupfen. Also ich benutze es auch gerne, wenn ich einfach zu faul bin, zu zupfen hier und gerne auch für die Nasenhaare. Haben wir Frauen auch. Also die müssen nämlich auch weg, sonst hängen sie mir hier nachher auf der Lippe. So, und dieser Aufsatz hat einen sehr, sehr kleinen Aufsatz. So, und der hat eigentlich auch einen großen Aufsatz, aber den habe ich irgendwie nicht finden können. So. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann kaufst du dir halt einen neuen mit auch einem großen Aufsatz. So, die gibt es, das ist Ideenwelt, die gibt es bei Rossmann. Wenn ihr euch das Teil anguckt, Gesichtsrasierer, es gibt die auch als Einmalversion, kennt ihr wahrscheinlich, dann benutzt ihr das und dann ist er weg halt so, ne? Und ja, jetzt kommt die Frage, wie ist mir das passiert? Ich hole, ihr seht hier, das ist ein großer Aufsatz, ne? Und auf der anderen Seite ist ein kleiner Aufsatz. So, und ich dachte, ich arbeite mit dem kleinen Aufsatz, hatte das aber leider aus Versehen umgedreht
und dann rasiere ich so schön und gucke so, dann war die Augenbraue plötzlich die Hälfte weg. Ja, ich war so geschockt, aber dann habe ich mir gesagt, okay, ein Glück gibt's Tattoo Brows, ein Glück gibt's Augenbrauenpuder. So ist das Ganze passiert. Diese Geräte kann ich euch empfehlen, wer sich öfter mal so die Härchen im Gesicht entfernt. Das Ergebnis von Medium Brown kenne ich, aber auf Dark Brown bin ich schon sehr gespannt und das Ganze sehen wir jetzt. Also Maybelline, deine Foundation decreased aber ganz schön, ne? Dafür, dass ich sie erst eine Stunde drauf habe. Wir fangen an mit der Medium Brown Seite und zwar streife ich das hier einfach so ein bisschen so ab. Seht ihr das? Das geht dann schon von alleine sozusagen ab und dann könnt ihr das so ein bisschen hier abziehen, ne? Alter! Alter! Ey Leute, guckt euch mal das Ergebnis an, wie geil das aussieht. Das sieht so natürlich aus und ich wünschte, meine Augenbrauen wären ständig so angemalt. Ihr wisst, wenn man Mutti ist, das ist das, was mich am meisten an meinem Make-up aufhält, sind wirklich meine Augenbrauen. Die brauchen nämlich am längsten nicht. Sitzt wahrscheinlich immer so an beiden Augenbrauen 10 Minuten. Schaut euch mal das Ergebnis an. Ich glaube, das nächste Mal lasse ich es wirklich 2 Stunden einwirken, so dass ich dann 3 Tage davon gut habe. So, also das gefällt mir mega. Wobei ich sage, es könnte jetzt noch ein Ticken dunkler sein, aber dafür haben wir Dark Brown und das nehme ich jetzt runter und ich bin gespannt. Okay, natürlich an der Seite, wo ich jetzt hier am abrasiert habe, ist das natürlich, wirkt es schon ein bisschen schwarz. Also ich glaube, dieses Dark Brown ist perfekt für Fulia. Kannst du dir gerne zulegen, Fulich? Oh, ich bin so eine gemeine Sis. Oh. Also hier sieht man den direkten Unterschied. Dark Brown, Medium Brown. Ihr könnt es wahrscheinlich auch gar nicht sagen, ne? Was besser aussieht, was... Also ich glaube, Medium Brown schmeichelt eher mein Teint, aber Dark Brown würde auch gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann von 100 Meter sagt, oh, das geht gar nicht. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich von einigen gehört habe, dass nach der zweiten oder dritten Anwendung das Medium-Braun so ein bisschen ins Rötliche geht. Kann das sein? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wie seid ihr vom Ergebnis zufrieden? Letztens habe ich bei Douglas auch sowas Ähnliches gesehen. Wie hieß denn das? Wonderbrow? Wonderbrow, genau, Wonderbrow. Ich glaube, das würde ich auch gerne ausprobieren wollen. Ob das vielleicht eine Alternative wäre? Ich glaube, das war preislich sogar fast gleich, oder? Ja, ich bin gerade wirklich mega, mega happy. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Falls ihr mein letztes Video verpasst habt, dann dürft ihr einmal hier klicken und einmal hier oben. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir bitte einen Kommentar. Und schreibt mir bitte gerne, welche Seite euch besser gefällt. Drückt euch ganz lieb und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.